Bums, so ein Rüppel. Hey, du hast hier nichts verloren. Ja doch. Deshalb bin ich ja hier. Ich habe was verloren. Und zwar meine Kontaktlinsen. Hallihallo, willkommen zurück zu Pokémon Blaue Edition. Ja. Pokémon geheilt, alles fertig. Genau, wir wollten jetzt nochmal nach oben. Vom Dingenskirchen hier, vom Markt. Einkaufszentrum. Da werden wir erstmal unsere verbleibenden Nuggets noch verkaufen. Aber was sollen wir damit? Verkauf. Da, zwei Nuggets, die kosten jeweils 5000. Also, wir bekommen 5000 pro Nugget. Sind denn logischerweise 10.000. Und jetzt müssen wir wieder ganz nach oben. Wir nehmen mal den Fahrstuhl. Dafür gibt's den ja. Wieder ein Stockwerk. Geht nur bis S4. Aufs Dachgeschoss müssen wir noch selber laufen. So, mit O. Oben angekommen. Und jetzt holen wir uns was zu trinken. Tafelwasser. Wow. Hallo. Ich bin durstig, ich möchte etwas trinken. Gibst du dem Mädchen ein Getränk? Jo. Welches Getränk möchtest du mir geben? Ich habe nur ein Tafelwasser. Ja, Tafelwasser. Vielen Dank. Nimm bitte dieses Geschenk. TM13 ist Eisstrahl. Damit kann manche. Okay, man kann Gegner einfrieren. Tafelwasser. Es klingt, als wenn jemand erschossen wird. Ich bin durstig, ich möchte etwas trinken. Ja, wir geben dir nochmal ein Getränk. Das ist nett gemeint, aber ich habe keinen Durst. Willst du mich veräppeln? Das macht keinen Sinn. Oh, ich bin durstig. Ich möchte was zu trinken. Möchtest du dem Mädchen ein Getränk geben? Ja. Ach nö, ich hab doch keinen Durst. Ich hab dich nur verarscht. Die Kinder heutzutage. Oh. Item, Fahrrad. Ich wechsle immer noch Enter mit also das Menü mit Start öffnen im Gegensatz zu dem Turbogang. So, jetzt können wir hier lang. Hallo. Ich bin voll dem Verdursten nah. Was? Das Getränk ist für mich? Vielen Dank. Ja, eigentlich wollte ich es ja dem Mädchen geben, aber das hatte ja auf einmal keinen Durst mehr. Gluck, gluck, grüps. Entschuldigung. Wenn du nach Safronia City möchtest, darfst du passieren. Ich werde den anderen Wachen etwas abgeben. Ja. Das macht voll Sinn. Na du? Ich fühle mich wunderbar, wenn ich böse bin. Ich fühle mich wunderbar, wenn ich böse bin. Klar, Silfco-Gebäude. Schnarch. Ha, er hält ein Nickerchen. Dann gehen wir einfach rein. Und, können wir da rein? Natürlich. Blödelum. Es geht wieder Team Rocket an den Kragen. Hallo. Hey Kleiner, was machst du hier? Euch ärgern. Rocket möchte kämpfen mit 5 Pokémon. Und eins davon ist Golbat. Ihr habt aber auch ziemlich zugelegt. Klar, verwirr mich doch.
Du greifst Golbert an. Nein, das hat Sinn. Voll Sinn. So. Mach das fertig. Du willst mich immer noch verwirren, obwohl wir schon verwirrt sind? Warum eigentlich? Smet erreicht Level 32 und versucht Ziehstrahl zu erlernen. Holla die Waldfee. So. Schlafpuder könnte noch nützlich sein. Ziehstrahl. Das Ganze. Ich nehme mal Tackle weg. Hubert. Mal gucken. Nicht mehr verwirrt. Jo. Läuft. Noch ein Zubat. Ohne Augen. Zubats brauchen auch keine Augen. Ich meine, das sind Fledermäuse. Fledermäuse senden ein Echo-Signal aus. Naja, den Rest kennt ihr ja. Ich muss ja nicht erklären, was Fledermäuse machen. Also so Schall, ne? Schallwellen. Sind's ja eigentlich. Also, ist ja wie Echo. Es kommt ja ein Echo zurück. Wenn's irgendwo gegentrifft. Das hören die ja denn. Ich meine, sehen geht ja auch nicht. Die haben ja keine Augen. Also Fledermäuse eigentlich schon, aber Zubat nicht. Ich bin ein Versager. Ja, das hast du super gemerkt. Oh, der sieht uns sogar. Hau ab, du hast keinen Zutritt. Doch habe ich. Hast doch gesehen, ich bin durch die Tür rein und... Ja. Kadabra kann hier nicht viel ausrichten. Mit dem Levelunterschied. Deshalb nehmen wir wieder Smetbo. Läuft. Wow. Ich glaube, Smetbo hat's zerlegt. Ja. So wie immer, irgendwie. Das MacBook kommt hier nicht richtig vorwärts. Komm, bis. Da erreicht Level 21. Elektro-Pokémon sind natürlich auch gegen Turtok nicht gerade angenehm. Deshalb werden wir hier mal weiter mit Biss angreifen. Eine Normalattacke. Und noch ein Magneton, die Weiterentwicklung von Magnetilo. Was ja eigentlich nur drei Magnetilo sind. Autsch. Ja. Levelunterschied merkt man hier schon, aber trotzdem. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich bin nicht Herr Specht. Hier ist aber noch einer von Team Rocket. Bums, so ein Rüpel. Hey, du hast hier nichts verloren. Ja doch. Deshalb bin ich ja hier. Ich habe was verloren, und zwar meine Kontaktlinsen. Deshalb weiß ich nicht, wo ich bin. Haha. So, Tragosso. Dann nehmen wir wieder Turtok. Und dann werden wir mal mit Ackerknarre drauf donnern. Jo. Ja, das war dann doch schon eindeutiger. Zubat. Und dann noch einmal mit Blubber.
Ja, Verwirrung. Aber der Blubber kommt durch. Das ist ja mal was. Der Volltreffer. Das ist hart. Verloren. Ja. Was ist das hier? Hm. Ist keiner mehr? Ich werde mal noch kurz gucken. Hier unten. In dem Raum von den Forscher ist hier noch was. Nee, auch nur ein Teleportfeld. So, hallo. Du bereitest uns nichts als Ärger. Naja, eigentlich bereitet ihr ja den ganzen anderen Ärger. Ich muss wieder wechseln. Nichts mit Bo, sondern Tutorg. Hallo. Ich werde danach mal gucken, welches Pokémon das Schwächste in unserem Team ist. Und das nach vorne schieben. Einfach zum Training. Tutok erreicht nämlich jetzt schon Level 40. Das levelt uns hier davon. Oh. Finale ist schon hart, aber wir überleben's. Ja, und nun? Huch, verloren? Ja, so ein bisschen, ne? So. Ne, das können wir ja im Prinzip auch schon noch so lassen. 21, 21, 21. Wenn das hier 22 wird, dann werden wir wechseln. Hallo, ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Und du bist auch nur so ein Rüpel. Rocket möchte kämpfen. Gott, oh Gott, oh Gott. Ibitag. Furienschlag. Ja. Yeah. Oh. Wenn das ein Volltreffer war. Ja. Dann konnte das Ganze ja nicht toll enden hier. Schnabel. Wieder ein Volltreffer. Aha. Ich schon mich wieder zum Pokémon Center rennen. Ah, vergiftet. Oh. Komm. Level 22 für Kadabra. Schnell wechseln, damit dieses Gedudel aufhört. So, bis. Okay, Kreideschrei schlug fehl, das ist ja schon mal was. Superschall schlug auch fehl. Hier kam Tutu ganz gut durch. Und noch Smogon. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich irgendwelche Heil-Items noch habe. Dann muss ich nicht zum Pokémon Center rennen. So, Rocket besiegt. Ups, Brüder, ich habe versagt. Ja, du bist ja auch doof. So, Item. Angel, 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 Fluchtseil, Exzellenz, so, Hypertrank. So. Ja, toll. Der Rest, der bringt uns gar nicht weiter hier.
Und tot. So, Ibitak wurde besiegt. Das war nur Sicherheit, weil hier ist nämlich noch einer. Endstation. Bis hierher und nicht weiter. Rocket möchte kämpfen mit 4 Pokémon. Wir müssen da nochmal wechseln. Das ist hart. Ja. Nerv nicht. Ruckzuckhieb hat halt eine höhere Priorität, deshalb fängt die Attacke immer zuerst an. Ne, Priorität geht noch vor Initiative wert. So, Zubat. Das war ein Schlag. Ein Golbat. Verwirrung wieder. Komm, mach's doch einfach fertig. Gut. Nein, ich will nicht wechseln. Nicht mehr verwirrt. Gut. Bis. Weg damit. Danke. Ich will das Fluchtseil ja auch nicht verwenden, was ich noch habe. Mist, der Mut hat mich verlassen. Ja, dann solltest du dir mal wieder Mut antrinken. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt hier runter. Gehe 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 hier runter. Das sind viele Treppen gewesen. Und gehe hier nochmal raus. Da-da-dam, da-da-da-da-dam. Da-dam-dam. Psychologenhaus. Ja, das passt gerade. Hallo, ich brauche gerade mal ein Gespräch. Warte, sag kein Wort. Du suchst dies hier, oder? Nein. Psychokinese. Nein, aber danke. Hallo. Wenn wir erst die Zivco unter Kontrolle haben, können wir in der ganzen Welt mit Pokémon handeln. Schön, wie ihr eure Pläne einfach so auf der Straße verraten tutet. Ich wünsche, die Top 4 kämen und stampften das Team Rocket in den Boden. Stampfen, ja. Der Zeitpunkt der Entwicklung ist von Pokémon zu Pokémon unterschiedlich. Die Silph-Co. ist sehr bekannt, deshalb wurde das Team Rocket auf sie aufmerksam. Willkommen im Pokémon... Ja. Danke. Haben wir sonst noch irgendwelche nervigen Leute? Tipps für Trainer. Der Super Ball erhöht die Fangquote. Probiere ihn bei Pokémon aus, die schwer zu fangen sind. Warum erklärst du uns das jetzt hier erst? Das neueste Produkt der Silph-Co. Verkaufsstart demnächst. Da wissen wir gar nicht, um was es geht. Ich will da rein. Safronia City, das gehört dem Team Rocket. Du stehst einfach so vor fremden Häusern. Was willst du noch? Hau ab! Safronia City, die goldglänzende Handelsstadt. Der Boss hat versprochen, dass wir diese Stadt einnehmen werden. Da darf ich auch nicht rein. Mann, geh aus dem Weg. Ja, geh du mal aus dem Weg. Kampf-Dojo. Später. Wenn ich da nicht rein kann, dann gehe ich da auch nicht rein. Safronia City Pokémon Arena. Arena-Leiterin Sabrina, die Herrin der Psycho-Pokémon.
Na du? Au, pass auf, wo du läufst. Das hat keinen Sinn gemacht. Es steht hier sonst noch so, Tipps für Trainer. Hyperheiler kuriert alle Verletzungen. Er ist teuer, dafür aber sehr praktisch. Ja, dann gehen wir wieder erstmal vor die Tür und beim nächsten Mal geht es einfach an dieser Stelle hier weiter. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen hoch und seid das nächste Mal wieder bei, wenn es heißt Pokémon Blaue Edition. Bis dann, ciao, ciao.